Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Staatsministerin, ich möchte Ihnen auch im Namen meiner Fraktion alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg wünschen und dass Sie noch viel Gelegenheit haben, weitere Fortschritte für die Frauen in diesem Land und in dieser Welt zu beobachten. Ja, das, worüber wir heute hier diskutieren, das sollte es ja eigentlich, wenn es nach der schwarz-gelben Koalition der letzten Bundesregierung gegangen wäre, gar nicht geben. Da hat man einen nationalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen und Mädchen in Gewaltkonflikten. Das sei gar nicht nötig, haben sie uns jahrelang erklärt. Und dann plötzlich, kurz vor Ende der letzten Wahlperiode, gab es ihn doch, den Aktionsplan zur UN-Resolution 1325. Und die Begründung war, wenn ich das heute mal so ein bisschen flapsig und kurz zusammengefasst wiedergeben darf, dass man immer noch nicht glaube, dass so ein Aktionsplan eigentlich nötig sei, aber man sei es einfach leid, sich der ständigen Forderungen, öffentlich vorgebrachten Forderungen erwehren zu müssen. Und dann ist es einfacher, mal eben was aufzuschreiben. Das war natürlich ein Lob für die Opposition, für uns, aber vor allem für die vielen Organisationen der Frauen-, Friedens- und Entwicklungsbewegung, die der Bundesregierung damals ordentlich Zunder gegeben haben. Und dafür möchte ich mich bedanken. Allerdings wirkte dann dieser Aktionsplan entsprechend auch eher unwillig und beliebig. Und der Umsetzungsbericht krankt auch noch daran, dass ein buntes Sammelsurium von vielen Einzelinitiativen der Bundesregierung und der Zivilgesellschaft. Aber auf die Frage, was denn eigentlich gut funktioniert hat und was nicht, wo die Bundesregierung noch Verbesserungsbedarf sieht, was wirklich gewirkt hat, da gibt er leider kaum eine Antwort. Und ohne diese Bestandsaufnahme fehlt natürlich auch die Grundlage für die Neuausarbeitung. Es gibt keine Beschreibung des Ist-Zustands, es gibt keine klaren Ziele, keine Indikatoren. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, eine Hilfsorganisation, die auf der Grundlage eines solchen Umsetzungsberichts einen so nachlässig ausgearbeiteten Projektantrag ans Auswärtige Amt oder ans Entwicklungsministerium stellen würde, die bekäme von der Bundesregierung vermutlich keinen einzigen Cent. Apropos Geld. Auch der neue Aktionsplan ist weder finanziell noch personell untersetzt. Und dabei hat doch die OSZE in ihrer Studie über die nationalen 1325 Aktionspläne betont, dass fehlende Ressourcen einer der Hauptgründe für die geringen Fortschritte bei der Umsetzung sind. Meine Damen und Herren von der Koalition, die Belange von Frauen im Zusammenhang mit Gewaltkonflikten und der Kampf gegen geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt, das dürfen keine Orchideenthemen sein, die nur dann bearbeitet werden, wenn gerade mal nichts anderes anliegt. Sie brauchen Ressourcen, personelle, finanzielle, und die müssen auch stetig sein. Frau Böhmer hat es gesagt, wir müssen am Ball bleiben. Und etwas, wo ich persönlich auch am Ball bleiben möchte, weil es mir wichtig ist, das ist der unbewaffnete Schutz von Zivilistinnen und in Kriegen. Die globale Studie der UN, die Global Study, die Sie auch schon erwähnt haben, betont, dass unbewaffnetes ziviles Peacekeeping durch speziell ausgebildete Friedensfachkräfte sich als besonders effektiv für den Schutz von Frauen und Kindern in Gewaltkonflikten erwiesen hat. Ich finde, die Bundesregierung sollte das endlich mal zur Kenntnis nehmen und Konsequenzen ziehen, anstatt ihr Mantra vom angeblichen Nutzen militärischer Intervention wieder und wieder zu beten. Und zum Schluss muss ich Sie auch noch fragen, wie ernst Sie eigentlich Ihre eigenen Ansprüche nehmen. Der neue Aktionsplan betont, und das ist auch richtig, dass die Umsetzung der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit eine Querschnittsaufgabe ist. Aber auf den mehr als 140 Seiten des Weißbuchs wird sie nur flüchtig erwähnt. In der Zukunftscharta des Entwicklungsministeriums taucht sie gar nicht auf. Kann es sein, dass Sie Angst haben vor den Verpflichtungen, die sich aus dieser Agenda ergeben würden? Denn wenn Sie doch wirklich die Ursachen von Gewalt gegen Frauen angehen wollten, dann müssten wir doch viel, viel stärker über Prävention reden. Und dann wird es nämlich unbequem, weil dann müssen wir uns nämlich fragen, ob die Politik dieser Bundesregierung in allen Ressorts wirklich zur Verhütung von Kriegen angelegt ist. Und am deutlichsten wird dieser Widerspruch bei der aktuellen Rüstungsexportpolitik dieser Bundesregierung. Um nur ein Beispiel zu nennen: Saudi-Arabien führt im Jemen einen blutigen Krieg, unter dem die Zivilbevölkerung und hier insbesondere die Kinder und die Frauen leiden. Die schreckliche Not der über 3 Millionen Flüchtlinge, die ist für uns kaum vorstellbar.
Viele Familien sehen sich inzwischen gezwungen, ihre minderjährigen Kinder zwangs zu verheiraten, um mit der Mitgift das Essen für die anderen Familienmitglieder bezahlen zu können. Und das ist die brutale Wirklichkeit des Krieges. Und dieser Krieg wird auch mit deutschen Waffen geführt. Waffen, die mit Genehmigung der Bundesregierung an das saudische Unrechtsregime geliefert wurden. Prävention müsste doch zumindest bedeuten, den Rüstungsexport in solche Staaten wie Saudi-Arabien konsequent und komplett zu beenden, und zwar sofort. Das, meine Damen und Herren, das ist Ihre Verantwortung gegenüber den Töchtern und den Müttern im Jemen und anderswo. Für die Fraktion der SPD spricht jetzt die Kollegin Gabriela Heinrich.